Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Sportblocks heute am Dienstagmorgen. Warum Sonderausgabe? Ganz einfach, die Finals stehen vor der Tür. Bei mir Marco Pesic. Marco, guten Morgen. Morgen. Am Sonntag geht's los. Bayern gegen Alba, die Neuauflage aus der vergangenen Saison. Die Finals um die deutsche Meisterschaft. Kribbelt's schon? Ja, schon. Also, obwohl jetzt noch ein paar Tage zwischen dem Spiel und heute liegen, ist es schon ein besonderes Ding. Endspiel sowieso und dann gegen Alba nach der letzten Saison. Und grundsätzlich gegen Alba ist ja immer was Besonderes. Du hast angesprochen, sind noch ein paar Tage hin. Es ist ungewöhnlich viel Zeit jetzt, bevor es losgeht. Ist es aus Spielersicht oder aus deiner Sicht gut, schlecht? Keine Ahnung, diese Erfahrung hatten wir noch nicht. Das muss man sich jetzt anschauen. Ich glaube, es ist eher außergewöhnlich, ich weiß nicht, du bist so ein Statistikfreak. Jetzt kommt's. Ob es das je schon mal gab, dass zwei Mannschaften im Endspiel stehen, ohne dass sie kein Spiel im Viertelfinale, Halbfinale verloren haben. Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht, aber. Das würde mich wundern. Das heißt, es ist auch etwas Neues. Ich glaube, es bringt jetzt nicht viel, es bringt uns nichts eigentlich, jetzt darüber nachzudenken, wieso man nicht früher spielt oder warum man dann spielt, weil man verliert den Fokus und wir müssen jetzt gucken, dass wir die Tage gut nutzen, um uns sehr gut auf Alba vorzubereiten. Du hast angesprochen, beide Teams jeweils 3:0 im Viertel- und Halbfinale. Ist das das logische Finale nach dieser Saison für dich? Ja klar, wenn beide Mannschaften so durch die Playoffs marschieren und mehr oder weniger auch in der regulären Saison, jetzt war Alba Dritter, nicht Zweiter, aber trotzdem glaube ich, dass es von dem Vereinsnamen, von der Qualität der Mannschaft, von Qualität der Trainer, von der Tiefe der Mannschaften wahrscheinlich schon eine logische Konsequenz der Saison ist. Schauen wir mal zurück vor einem Jahr. Im Vergleich zu jetzt, die Ausgangslage. Was hat sich vielleicht verändert? Was ist anders als im vergangenen Jahr? Gut, also anders als im vergangenen Jahr, dass wir deutlich einfachere Playoffs haben. Wir haben im Viertelfinale gegen Frankfurt, lagen wir 2-1 hinten, haben dann doch 3-2 gewonnen. Und gegen Bamberg war es auch vor allem mental eine anstrengende Serie, die wir, glaube ich, 3-1 gewonnen haben. Alba hat auch, glaube ich, im Halbfinale gegen Oldenburg 3-2, erst im fünften Spiel gewonnen. Also für beide Mannschaften war es ein bisschen oder deutlich einfacher, ins Endspiel zu kommen. Aber wir haben zwischen dem Endspiel letzte Saison und Endspiel jetzt, das kommt, eine Euroleague-Saison hinter uns, die sehr prägend war in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube schon, dass unsere Mannschaft sich da auch weiterentwickelt hat. Letztes Jahr gab es hier das alles entscheidende Spiel 5, Thema Heimvorteil. Es war wichtig, dass man den hier hatte. Wie siehst du es diese Saison? Alba hat jetzt zweimal in Oldenburg gewonnen im Halbfinale. Ist das Thema Heimvorteil noch so wichtig? Ja, wenn man zum Spiel 5 kommt, ist es entscheidend. Aber bis zum Spiel 5 zu kommen, ist ein langer Weg, um wirklich diesen Vorteil zu haben. Letztes Jahr war es so, dass wir das erste Spiel zu Hause verloren haben dann auswärts dann unseren Heimvorteil wieder zurückgeholt. Ich finde, für uns ist das kein großer. Also, wir denken nicht drüber nach, haben wir jetzt Heimvorteil oder nicht, sondern ich glaube, dass, obwohl ich natürlich jeder weiß, wie viel Respekt ich vor Alba habe, muss ich schon sagen, dass auch vieles von uns abhängt in dieser Serie, wie wir uns präsentieren, wie wir spielen. Wir haben jetzt zwischen Viertelfinale und Halbfinale doch einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht in unserer Leistung, unserer Performance. Und jetzt müssen wir wieder einen Schritt nach vorne machen. Und wenn wir das tun, vor allem in der Verteidigung, dann haben wir sehr gute Chancen. Dann ist es eigentlich egal, ob wir zu Hause oder auswärts spielen. Dann sind wir schon gut. Aber das müssen wir jetzt in dieser Woche gut vorbereiten. Thema Emotionen. Duell Berlin-München ist immer so ein bisschen extra heiß, sage ich mal. Ist es das Ziel, Emotionen zuzulassen oder muss man da ganz gezielt sagen, Jungs, lieber Ruhe bewahren und sich nicht darauf einlassen auf irgendwelche Nebenschauplätze? Ich glaube, richtig, also Emotionen muss man unterscheiden zwischen vorbereitet sein oder gut vorbereitet sein und motiviert sein zu spielen. Und
auf der anderen Seite sich provozieren zu lassen. Ich glaube, dass für uns das Erste, das wirklich Wichtige ist, dass wir uns so auf unser Spiel fokussieren, dass wir alles andere nicht so richtig wahrnehmen, obwohl ich nicht glaube, dass Alba provozieren wird. Aber ich glaube, ich wollte nur klarstellen, dass es zwei Arten von Emotionen für einen Spieler gibt. Und weil ich glaube, dass wir Qualität haben, weil ich glaube, dass wir Erfahrung haben und vor allem, weil ich glaube, dass wir Motivation haben, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir alles andere ausschalten und uns nur auf unsere Performance konzentrieren. Thema Druck, liest man so Artikel oder in Foren. Viele sagen, Alba hat Druck, weil sie jetzt viele Finals verloren haben. Andere sagen, Bayern hat viel mehr Druck, weil sie den Titel holen müssen. Wie siehst du das Thema? Müssen tut keiner was. Das hört sich jetzt so plump an, aber es ist halt so. Ich sage immer, man muss seine Performance kontrollieren. Und jetzt ohne arrogant zu sein oder sagen wir so mit genug Demut, aber auch viel Selbstvertrauen, glaube ich, dass wenn wir das tun können, haben wir sehr gute Chancen. Aber das Ergebnis ist nicht immer in deiner Hand. Weiß ich nicht, ein falscher Pfiff, eine Verletzung, ein einfacher Fehler eines Spielers kann eine Serie drehen. Das hat man jetzt nicht im Griff, aber was man im Griff haben muss, ist seine Performance, Vorbereitung und Analyse und dass man auf seinen Körper gut aufpasst, dass man sich wirklich auch individuell gut auf die Spiele vorbereitet. Und wenn wir das auf maximal hohem Level tun, dann glaube ich, dass wir sehr gute Chancen haben, diese Serie zu gewinnen. Du hast vorher gesagt, letztes Jahr hat man die Serie begonnen mit einer Heimniederlage nach Overtime hier im Audidom. Kommen wir jetzt mal zum Sonntag. Worauf wird es ankommen? Schaut man sich die Statistiken an, was ja viele im Vorfeld machen. Ja. Es gibt kaum Unterschiede. Überall, es ist sehr, sehr eng beieinander. Was ist am Sonntag wichtig hier? Also wenn man sich insgesamt die Playoffs diese Saison anguckt, also nicht nur die Alba- und Bayern-Serien, dann muss man schon sagen, dass die Offensive der Mannschaften auf einem hohen Level ist und die Verteidigung auf doch einem niedrigeren Level als vielleicht letzte Saison war insgesamt. Ich glaube, Alba hat jetzt gegen Oldenburg oder auch in der Serie gegen Ulm fast in jedem Spiel, außer ich glaube Spiel 2 gegen Oldenburg zu Hause, immer über 100 oder um die 100 Punkte gemacht. Wir haben gegen Vechta immer um die 90 ein bisschen mehr gemacht. Das ist einfach genug. Was man jetzt, wo wir uns darauf konzentrieren müssen, ist unsere Verteidigung. Also ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir unsere Verteidigung deutlich verbessern müssen, weil wenn Alba 100 Punkte macht, dann wird es schwer. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, was natürlich auch mit der Verteidigung zu tun hat, ist das Rebounding. Ich glaube, dass wir da müssen wir es auch steigern. Noko hat zu einem Zeitpunkt der Serie gegen Oldenburg alleine 5 oder 5,5 Rebounds, offensive Rebounds pro Spiel gehabt. Und das ist schon also europäische Spitzenklasse. Wenn wir das zulassen, wird es schwer für uns, auch wenn unsere Verteidigung gut ist. Das heißt, das Rebounding und die Verteidigung werden für uns erstmal das Wichtigste sein, weil ob wir so gut treffen wie im letzten Spiel, 15 von 30 Dreiern, oder nicht, ist schwer vorherzusagen, aber was wir kontrollieren können, ist unsere Verteidigung und das wird meiner Meinung nach Schlüssel sein. Okay, jetzt sind es noch ein paar Tage. Die Mannschaft hat natürlich ganz durchgetakteten Trainingsplan. Wie geht Marco Pešić die Tage vor so einem Final an? Macht er was anders? Nee, wir haben so viel zu tun. du weißt es, auch im Management oder im Backoffice. Wir bereiten schon groß die nächste Saison vor. Das Problem mit diesen Playoffs ist, dass die, wenn es in 5 Spiele geht, am 28. enden. Die neue Saison fängt am 1. Juli an. Ja. Das heißt, man muss gucken, dass man parallel die nächste Saison vorbereitet. Und glaub mir, da ist genug zu tun momentan. Das glaube ich gerne, ja. Gut, wir sind gespannt auf Sonntag. Ja. Schauen mal, was in Spiel 1 passieren wird. Wir hoffen natürlich auf einen Heimsieg. Und wir hoffen darauf, dass wir euch in der Halle sehen am Sonntag. Marco, dir vielen Dank. Gerne. Und wir sehen uns am Sonntag um 18 Uhr im Audidom zu Spiel 1, Bayern gegen Alba, Finale 1.